This afternoon I'm going to share a short story with you. Heute Nachmittag werde ich eine kurze Geschichte mit euch teilen. And then I'd like to take you to Ghana and Zimbabwe. Und dann möchte ich euch mitnehmen nach Ghana und nach Zimbabwe. Two of my favorite places on earth. Zwei meiner Lieblingsplätze auf dieser Erde. About three summers ago, etwa drei Sommer in der Vergangenheit, vor drei Sommern, I decided to document some of the really neat things God has done for us. Da wurde mir klar und ich habe das für mich selber so dokumentiert, was Gott in der Vergangenheit für uns getan hat. And do it while I still could. Und was ich tun konnte, was ich nicht tun konnte. And also to document the sometimes not so little things that God had done for us. Und dass ich mir auch niederschreiben konnte die nicht so kleinen Dinge, also große Dinge, die Gott für uns getan hat. It's a time when I wasn't feeling good enough to travel. Es war eine Zeit, in der ich nicht fit genug war zu reisen. And so what better thing to do than to sit down and try to write a book? Also, was gab es Besseres zu tun, als ein Buch zu schreiben in der Zeit? Now if you're a writer, that's no big deal. Eigentlich keine große Sache, wenn man ein Schriftsteller ist, ein Schreiber. But I'm a carpenter. Aber ich bin ein Kaufmann. And the only way a pencil fit my hand is if I was marking a piece of wood to cut it. Und die einzigen Gelegenheiten, bei der ich einen Stift in der Hand habe, ist, wenn ich ein Holz markiere, beim Holzfällen oder beim Bauen. But I'd like to share one story with you out of the book. Ich möchte mit euch eine Geschichte teilen, die nicht in dem Buch steht. That's a strong reminder of how God looks after us. Und diese Erfahrung erinnert mich immer sehr stark, wie Gott für uns sorgt. We were living in Livingston, Zambia. Wir haben zu der Zeit in Livingston, in Sambia gelebt. And we'd been there for the last two or three months. Wir waren bereits zwei oder drei Monate dort. We were building with the help of several Maranatha volunteer teams. Wir haben Einrichtungen gebaut mit einem Missionsteam. Over 100 buildings, churches and schools in that area. Schulen und Gemeindebauten über 100 an der Zahl. Now normally Livingston is a very safe place to visit. Eigentlich ist Livingston ein besonders sicherer Platz, um dort zu leben. In fact, it's the tourist Mecca of Zambia. Es ist das touristische Mekka von Sambia. But this time there was a gang from Lusaka that was terrorizing the city. Aber in der Zeit war eine bestimmte Gang aus Lusaka. Yes. Lusaka, eine kriminelle Gang, die die Gegend unsicher gemacht hat. They'd killed several armed security guards. Sie haben einige bewaffnete Sicherheitsleute getötet. They pulled off a brazen daylight holdup. A brazen daylight holdup. A very bold daytime robbery. Ah, okay. Sie haben mehrere Raubzüge unternommen am Tag, sehr brutal. And they were also doing things like rolling large boulders into the street. Sie haben auch, man kann vielleicht sagen, moderne Piraterie. Sie haben Straßen gesperrt, indem sie Fahrzeuge in den Weg gestellt haben. And then if people stopped, und wenn die Fahrer die nachkommenden Autos dann angehalten haben, they would rape them. Haben sie sie ausgeraubt? Sometimes kill them. Teilweise auch getötet. And then they'd steal their cars. Und dann die Autos mitgenommen. Sometimes they would cut holes in the roofs of businesses and steal liquor, cigarettes and money. Ah, okay. Teilweise sind sie in Hütten oder Häuser eingebrochen, indem sie durch Löcher in den Dächern eingedrungen sind und Alkohol, Zigaretten und andere gut verkäufliche Dinge gestohlen haben. One night when we were driving, we came across the boulders in the road. Und eines Nachts, als wir unterwegs waren, kamen wir an eine solche Sperre. And we knew that we had better U-turn and get out of there. Und wir wussten sofort, dass es das Beste ist, sofort umzudrehen und zu verschwinden. Yet every day we were disgustingly predictable. Also jeden Tag standen wir unter solchen Bedrohungen. We showed up to the bank to withdraw 10 to 20,000 US dollars every day. Wir sind täglich bei der Bank gewesen, um 10 bis 20.000 Dollar dort zu holen.
And we converted it into kwacha, the Zambian currency. Und haben diese dann in Sambia-Währung umgetauscht. It took a grocery bag to haul that much money. Wir brauchten eine große Einkaufstasche, um das Geld zu transportieren. So viel war es. And every day, the guard that held a machine gun. Und jeden Tag, jedes Mal, war ein bewaffneter Mann dabei. Would nervously accompany me to my old blue pickup. Der mich ganz nervös dann zu meinem alten Pickup begleitet hat. He'd pat me on the shoulder. Und mich an der Schulter fasste. And he'd say, good luck, I hope I see you tomorrow. Viel Glück, ich hoffe, ich sehe dich morgen wieder. And that's the way we did business in Livingston for more than 10 weeks, 5 days a week. Und das war unser Geschäft, das war unser Leben dort in Livingston. For what period? 10 weeks. Für 10 Wochen. Livingston is a town of about 50,000 people. Livingston hat etwa 50,000 Einwohner. But if anyone was looking for us, it would have been very easy to find us. Aber wenn man wissen wollte, wer wir waren, wenn man uns finden wollte, war es sehr einfach. In fact, you could have even said that we stood out. Also wir waren herausragend, wir waren auffällig. Our skin was considerably different than theirs. Alleine schon wegen der Hautfarbe. But the reason we needed to exchange money every day was simple. Aber der Grund, warum wir jeden Tag solche Geldmengen abgeholt und umgetauscht haben, war sehr einfach. With over 100 local workers and 10 job sites, we only bought materials that we could use for that day. Da wir über 100 Beschäftigte zu bezahlen hatten und mehr als 10 Anwerbeseiten für Jobs, haben wir immer nur das Geld abgeholt, das wir an dem Tag gerade für Personal und für Material brauchten. Of course there were exceptions for things that we purchased. Es waren natürlich Ausnahmen teilweise auch bei den Dingen, die wir eingekauft haben. But paint and cement were the two common items that just evaporated into the thin night air. Aber Material für Malerarbeiten und Zement, also die grundlegenden Dinge, um Gebäude zu bauen, die waren immer ganz schnell weg, die brauchten wir in Massen. So if we bought more than we could use, it was gone by the next morning. Also wenn wir doch mehr gekauft hatten, als wir am gleichen Tage verbrauchen konnten, dann war es mit Sicherheit am nächsten Morgen weg. Never to be found again. Nicht unbedingt, weil es verbraucht wurde, sondern weil es über Nacht verschwand. As the weeks went by, I put a lot of miles on that old pickup truck. The second part again though? As the weeks went by, I put a lot of miles on the old truck I was driving. So gingen die Wochen dahin und ich machte sehr viele Kilometer mit meinem alten LKW. I always traveled by myself. Und ich war in der Regel alleine unterwegs. And I had a basket full of money beside me. Und hatte einen Korb voll Geld neben mir. But I never really thought too much about it. Aber ich habe da nicht sehr viel darüber nachgedacht. Surely God was looking after me. Mit Sicherheit hat Gott auf mich aufgepasst. And then the day came where we had to say goodbye to our friends in Livingston. Und dann kam der Tag, an dem wir uns von unseren Freunden in Livingston verabschieden mussten. I hate goodbyes. Ich hasse Verabschiedungen. This was no exception. Und das war keine Ausnahme. We had come to love this area. We had made many friends there, including the Lion King. Wir haben die Gegend lieb gewonnen, wir haben viele Freunde gewonnen, auch den König der Löwen. And we've walked with his lions and cheetahs dozens of times. Und dutzende Male sind wir mit Löwen und Schimpansen unterwegs gewesen. But it was late in the afternoon when I stepped into the hardware store to thank the manager. Es war am späten Nachmittag, als ich in den großen Baumarkt, Supermarkt, in den großen Store gegangen bin, um mich dort von dem Filialleiter zu verabschieden. He had done such a good job to ensure that we had the right materials there to complete our jobs. Er hat sich besonders ins Zeug gelegt und wir waren ihm sehr dankbar, dass er immer dafür gesorgt hat, dass wir das Material hatten, was wir brauchten, um voranzukommen. And I simply wanted to say thank you. Und ich wollte einfach Danke sagen. But after I told him goodbye and told him thank you, he looked at me and I'll never forget what he said. Nachdem ich mich von ihm verabschiedet hatte und mich bedankt hatte, sah er mich an und sagte etwas Besonderes. He said, "Where is your friend?"
Wo ist dein Freund? You know, the big guy that always comes in with you. Du weißt schon, der große Kerl, der immer bei dir war. I was so taken back by his remark. Und ich war so geschockt, überrascht über seine Bemerkung, über seine Frage, that I couldn't even think of how to respond. Dass ich gar nicht wusste, was ich sagen sollte. And so I just looked at him with a really blank look. Und so habe ich wohl ein ganz komisches Gesicht gemacht. I walked out of his store kind of in a daze. Und ging aus dem Geschäft, aus dem Laden wieder hinaus. No one had ever come to the man to the hardware store with me ever. Niemals hatte ich irgendeinen großen Kerl oder sonst jemand dabei, wenn ich in diesen Laden gegangen war. I had no big friends, at least the ones that I could see. Ich hatte keinen großen Kerl als Freund, zumindest habe ich noch nie einen gesehen. But obviously somebody had been with me. Aber offensichtlich war immer jemand bei mir. Back in my old pickup truck. Zurück in meinem Truck, in meinem LKW. I said a big thank you. Sagte ich ein großes Dankeschön. There was not a doubt in my mind. Es gab keinen Zweifel, ich hatte keinen Zweifel bei mir. That I was exactly where God was wanting me to be. Dass ich exakt dort war, die ganze Zeit, wo Gott mich haben wollte. So where does God want you? Wo möchte Gott dich haben? What is it that this world needs? Was braucht diese Welt? This world needs doctors. Diese Welt braucht Ärzte. This world needs nurses. Diese Welt braucht Krankenschwestern, Krankenpfleger. This world needs teachers. Diese Welt braucht Lehrer. And preachers. Und Prediger. And carpenters. Und Zimmerleute. Danke. Laborers who are willing to get out of their comfort zone. Freiwillige Arbeiter, die aus ihrer Komfortzone herauskommen, die ihre Bequemlichkeit verlassen. And spread Christ's love through selfless service. Und Christi Liebe durch ihren selbstlosen Dienst teilen und verbreiten und weitergeben. This world needs people. Diese Welt braucht Menschen, who are willing to be educated for the labor of God's cause. Die willig sind, sich ausbilden zu lassen und vorbereiten zu lassen für Gottes Werk. Willing to share God's love and care for others. Die willig sind und motiviert sind, Gottes Liebe zu teilen und sich um andere Menschen zu sorgen. Living a life that lifts up the lives of others through service. Ein lebendes Beispiel dafür sind, andere zu erheben, anderen Gutes zu tun durch ihren Dienst. Helping others who can't help themselves. Anderen zu helfen, Menschen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. I'm so thrilled to see so many young people here today. Ich bin sehr begeistert, fasziniert, dass ich so viele junge Leute hier heute schon sehen konnte. I challenge you to find your calling. Ich fordere euch auf, dass ihr euren persönlichen Ruf von Gott findet, dass ihr ihn erkennt. I challenge you to figure out what God is calling you to do and then educate yourself to do exactly that. Findet unbedingt heraus, was Gottes Weg für euch ist. Finde heraus, was sein Weg für dich ist und lass dich dafür professionell ausbilden. The world is full of educated people. Die Welt ist voll von ausgebildeten und trainierten Leuten. But it still desperately needs educated people who will affect change. Aber es gibt immer noch verzweifelt wenig Menschen, die sich für die wirklichen Nöte von Menschen ausbilden lassen. Even if it's one person at a time. Even if it's just one person. Und wenn es nur eine Person ist, die es macht. People who will do the right thing even when it's not convenient. Es werden Menschen gebraucht, die das Richtige tun, selbst wenn es unbequem und unbeliebt ist in den Augen anderer. People who will show God's love even when it's not convenient. Menschen, die Gottes Liebe zeigen und weitergeben, an denen sie erkennbar ist, auch wenn es in Augen anderer unbeliebt ist, unsympathisch ist. So now we're going to take you to a trip, quick trip to Africa. Ich möchte euch mitnehmen zu einem schnellen Trip, zu einem Trip durch Afrika. I think it's safe to say that we've probably been to more than a dozen countries there, but today we're just going to take you to Ghana and Zimbabwe. Ich war bestimmt in mehr als ein Dutzend Länder in Afrika, aber ich möchte euch jetzt mitnehmen, konzentriert nach Ghana und Zimbabwe.
How many of you would enjoy going home to live in this mud hut? Not me. Wer von euch würde es begrüßen, wenn er jeden Abend in so ein Heim nach Hause kommt? But this is very much Ghana. Aber das genau macht Ghana aus. This was a really fun trip in that we built a church right next to a Muslim community. Es war eine sehr motivierende Reise und wir haben ein Gemeindegebäude gebaut in unmittelbarer Nähe einer muslimischen Einrichtung. The man sitting in the center is the chief and around him sit his advisors. Der Mann hier vorne links, der unten sitzt, das war der Leiter und das andere waren seine Berater. The interesting part about this trip was that, as many of you know, Muslims do not like their pictures to be taken. Wie ihr vielleicht wisst, mögen Moslems grundsätzlich nicht fotografiert werden. But for this day and this day alone, the chief had made a proclamation that everyone could have their pictures taken. Aber ausnahmsweise genau an diesem Tag hat der Chef dieser Menschengruppe dort eine Ausnahme gemacht und allen gesagt, dass sie sich ruhig fotografieren lassen können. And so we spent an afternoon photographing a group of people that had never had their pictures taken in their lives. Und so haben wir den Nachmittag damit verbracht, Menschen zu fotografieren, die noch nie erlebt haben, dass sie fotografiert haben oder von sich selber ein Foto in der Hand hatten. If you look very closely, you can see the cuts on the lady's cheek. Wenn du genau hinschaust, dann siehst du die Narben im Gesicht dieser Frau. They were put there when she was 3 days old. Diese Narben sind ihr gemacht worden, als sie 3 Tage alt war. By her mother. Von ihrer Mutter. So that if she was stolen during a tribal raid, she could be found. Das ist ein Erkennungszeichen, dass die Mutter ihr Kind wiederfinden kann, wenn es gestohlen wird. It's a badge she wears with pride. Und sie tragen es mit Stolz. And here we are. On the construction site, on this project, we built 12 school buildings. This was a project that was in conjunction with ASI. Hier haben wir 12 Schulgebäude gebaut und auch das war eine Arbeit verbunden mit ASI. It was a little bit of a family project. The guy with the yellow hat pointing at me is really my brother. Hier vorne rechts, der Mann mit der gelben Kappe, der auf mich zeigt, ist mein Bruder. Also insofern kann man auch sagen, es war so etwas wie ein Familienprojekt. And we had uncles and cousins and all of that in the mix as well. Und einige Cousins und also wirklich ein Familienprojekt. We also had some great local help. Aber wir hatten auch großartige regionale, örtliche Helfer, wie ihr seht. And I couldn't help but snap this picture one night as we were driving home. This truck was going about 55 miles an hour. Diesen Truck, den ihr hier seht, oder was man auch dazu sagen mag, fuhr 55 Meilen pro Stunde, also etwa 90 Kilometer pro Stunde. We were following it in our bus. Wir sind ihm mit dem Bus gefolgt. And I was amazed that she was breastfeeding her baby while she was going down the road. Und es war schon faszinierend, dass diese Frau dort ein Baby hält und es gewaschen wurde mit dem Eimer dort, während sie dort so unterwegs war. As you can see, rain really doesn't stop them. Es gibt dort nur wenige Unterbrechungen vom Regen da in der Zeit. These are beautiful people. Aber es sind schöne, hübsche Menschen. In a desperate situation. In einer ganz miserablen Lebenssituation. I loved how this lady went through the market selling her bananas. Ich habe es geliebt, diese Frau zu beobachten, wie sie über den Marktplatz lief, ihre Bananen zu verkaufen. Not waiting for people to come to her. Sie hat nicht darauf gewartet, dass Menschen sie ansprachen, nach Bananen verlangt haben. Because she went to them. Sie ging zu ihnen. She sold more bananas than anyone. Sie hat mehr Bananen verkauft als alle anderen, die Bananen verkauft haben. And this is a real reason we keep going back to Africa. It's the kids. Und das ist ein wichtiger Grund, warum wir immer wieder nach Afrika zurückgehen. They're beautiful kids. Hübsche Kinder, Kinder überhaupt. But they're a little afraid of a camera. Aber sie haben ein wenig Angst vor der Kamera. There's some parts of Africa where if you take their picture, they think that you're stealing their soul. Es gibt Plätze in Afrika, wo die Menschen Angst haben, fotografiert zu werden, weil sie denken, man stiehlt ihnen damit ihre Seele. So they'll turn their head away so their soul can't be stolen. So dass sie sich dann wegdrehen aus dem Kamerabild, damit ihre Seelen nicht gestohlen werden. This was an amazing celebration. Das war eine besondere Feier. Because we were in the middle of nowhere in a place where there had never been another visitor.
Wir waren dort an einem Ort, an dem noch niemals ein fremder Besucher war. And yet we found the Holy Bible. Und dort haben wir jemand mit einer Bibel gefunden. And look at how her shoes were worn. Schaut ihre Schuhe an. But to her they were just getting broke in. Okay. They were almost new to her. Aber für sie waren das gute Schuhe. Just a few pictures of some of the wildlife there. Einige Bilder dort von dem Leben. Right after church, I love these people's sense of style. Direkt nach dem Gottesdienst, für mich war es immer ein besonderer Anblick, der Stil der Leute und wie sie sich geben und kleiden. Remember, they live in a mud hut. Sie leben in einer Lehmhütte. They don't have showers. Sie haben keine Dusche. Washing machines, no. Waschmaschinen. But look at how clean their clothes are. Aber schaut, wie gepflegt sie aussehen mit den einfachen Mitteln, die sie haben. I've never figured out how they get their clothes so clean in such a dirty river. Ich habe nie herausgefunden, wie sie ihre Kleidung so sauber bekommen in so dreckigem Flusswasser. And I love how they always wear their best to church. Und es ist wirklich auffallend, wie sie sich bemüht haben, am Sabbat das Beste zu tragen. This was the oldest Muslim chief's wife. She was 84 years old. Diese Frau ist 84 Jahre alt und ist die Ehefrau des muslimischen Leiters dort. And we had the privilege of photographing her along with the chief's other three wives for the first time in history. Und wir hatten das Vorrecht, die ersten zu sein, die diese Frau zusammen mit den anderen drei Frauen des muslimischen Leiters dort zu fotografieren. But the most fun picture that you'll ever take of anyone. Das lustigste Foto, das ich überhaupt gemacht habe, is the one that you take right after you show them their picture. Ist das Foto, das du in ihr Gesicht machst, wenn sie ihr eigenes Foto anschauen. But that's not always the case. Aber es ist nicht immer der Fall. Because one time I showed a lady her picture and she did not want to believe it was her. Denn es gab auch einen Moment, wo eine Frau ihr Foto ansah und sie nicht glauben wollte, dass sie das ist. She said, "This isn't me." Das bin nicht ich. And the children said, "Yes, grandmother, it's you." Aber die Kinder, die Enkel sagten, doch Oma, das bist du. And then she about cried. Und dann weinte sie. And I felt bad. Und ich habe mich schlecht gefühlt. But this was a super fun day where little kids ran around in front telling everyone, the chief says it's okay to get your picture. Und es war ein sehr viel Freude bringender Tag, zu sehen, wie die Kinder überall umherwieselten und allen zuriefen, der Chef, unser Leiter, hat erlaubt, dass ihr euch fotografieren lasst. And the people that were shy were getting drug out of their huts by the other people. Und die Menschen, die schüchtern waren, wurden von den anderen aus ihren Hütten gezogen. And it was just a really fun day. Es war ein wirklich freudebringender, lustiger Tag. This lady is celebrating because we gave her rice and beans. Sie haben gefeiert, weil wir ihnen Reis und Bohnen gegeben haben. How many of you can swing and dance with a can on your head? Wer von euch kann mit so einem Fass auf dem Kopf tanzen? She acted like it wasn't even there. Sie hat getanzt, als wenn sie nichts auf dem Kopf gehabt hätte. Here's the finished school complex that we built in Ghana. Hier seht ihr fast fertiggestellt diesen Schulkomplex dort in Ghana. And now we're going to move and this is also interesting. This is the chief's house. Das ist auch interessant, das ist das Haus dieses Leiters. The only house in the entire village that had a cement floor. Das einzige Haus in dem ganzen Dorf, das einen Zementboden hatte. And it was also the storehouse for all of the corn for the entire village. Und es war gleichzeitig das Warenhaus, das Aufbewahrungshaus für das gesamte Getreide des Dorfes. Here they are shelling the corn off of the cobs. Und hier haben sie quasi das Korn aus den Ähren, aus den Schalen herausgeholt. And then they'd put it in big bags and it would all be stacked in the corner. Und dann haben sie es in große Säcke gefüllt und in die Ecke gestellt. And that was their food supply for the year. Und das war der Vorrat für ein ganzes Jahr an Mais. It's hard to believe that anyone could survive on corn all of their life, but these people do. Es ist kaum zu glauben, dass Menschen überleben können und indem sie nur von Mais sich ernähren. These pictures are a little out of sync, but we're going to make it. This is one of the Lion King's cheetahs.
Okay, das ist einer der König der Löwen dort. And this happens to be an elephant that was very vigorously chasing us. Und das war ein Elefant, wie man an den ausgebreiteten Ohren sieht, der uns schon bedrohte. Another shot of the campus in Ghana. Eine andere Perspektive auf den Campus in Ghana. Forgive me, this one is in Zimbabwe. Ah, entschuldigt, das war in Zimbabwe. And that's where we're going next. Und da gehen wir jetzt hin. And here's some of the fun that we had. Here's Dinah feeding a baby lion. Und das Foto macht auch besondere Freude, meine Frau Dinah füttert ein Löwenbaby. It wouldn't have been so much fun except the lion was actually named after me. Aha, es wäre nicht so lustig, nicht ganz so lustig, wenn das Löwenbaby nicht meinen Namen bekommen hätte. Africa has absolutely gorgeous sunsets. Wundervolle Sonnenuntergänge. And magnificent creatures. Und tolle Lebewesen. We built a school in the middle of nowheres. Wir haben eine Schule gebaut, irgendwo in nirgendwo. It was 75 kilometers off the hard tar. Es war 75 Kilometer vom nächsten Ort entfernt. It was just a big dusty place with no roads and not really many houses. Eine weite Ebene, sehr staubig, keine Häuser. No electricity. Kein Strom. And we had to drill a well to get enough water to pour the cement. Und wir mussten ein Loch bohren, um an Trinkwasser heranzukommen. But we were building a school. Aber wir haben die Schule gebaut. That would hold about 450 kids. Für etwa 450 Kinder. And as we started building, the excitement began to build with the local people. Und als wir dann begonnen haben zu bauen, war es aufregend, mit örtlichen Helfern dort, mit Einheimischen zu bauen, zu arbeiten. And they told me there are going to be 3,000 people here for the dedication. Und sie sagten, wir haben ungefähr 3,000 Menschen hier, die eventuell bereit wären. That's a lot of people when there's nothing around. Das ist eine Menge Menschen, wenn dort kein Haus zu sehen ist. As we continued to build, the people started erecting large tents for the weekend. Als wir dort anfingen zu bauen, haben viele dort Zelte aufgebaut für das Wochenende. I asked why they were putting up so many seats. Und ich habe mich gefragt, warum sie so viele Stühle dort platzieren. They said we're expecting 5,000 people. Und sie sagten, wir erwarten etwa 5,000 Gäste. I didn't believe them. Ich habe ihnen nicht geglaubt. But on Sabbath morning, aber am Sabbatmorgen, over 7,000 people showed up. Waren über 7,000 Menschen dort. And so I went to some of them and I said, how long did it take you to get here? Und ich habe einige gefragt, wie lange hast du gebraucht herzukommen? Wie lange warst du unterwegs? They said, we don't measure distance by miles, we measure by time. Ja, wir zählen die Entfernung, wir messen die Entfernung nicht in Entfernungsangaben in Kilometer oder Meilen, sondern wir gehen nur nach Zeitbedarf. I started at 5 a.m. and I got here at 10 a.m. Ich habe die Reise begonnen um 5 Uhr morgens und ich war hier um 10 Uhr morgens. So it's a 5-hour walk one way. Also 5 Stunden Spaziergang eine Richtung. And we're going to stay here for church, for potluck, for the afternoon service. Also wir werden hier sein für den Vormittagsgottesdienst, für Potluck und für die Nachmittagsstunden. And then when it gets dark, we'll walk the 5 hours home. Und wenn es dann dunkel wird, dann gehen wir die 5 Stunden wieder nach Hause. Now wait a minute, they don't have a flashlight. Sie haben kein Licht dabei gehabt in irgendeiner they Form. They can't even afford a candle. Ja, sie haben noch nicht mal Kerzen. And there's snakes. Und es gibt Schlangen dort. And elephants. Und Elefanten. Lions. Löwen. But the snakes bother me the most. Aber die Schlangen sind wohl das Bedrohlichste. But these people were, it was important to them to be there. Aber es war wichtig, in ihren Augen dort zu sein. I hope that we put God as an important a place as they put him. Ich wünsche mir, dass Gott für jeden von uns genauso an dieser obersten Stelle steht wie für diese Menschen. And I'll just narrate real quickly. This lady is actually spinning clothes out of cottonseed, the little seeds that fly through the air. Diese Frau hier spinnt Wollfäden, um Kleidung zu machen aus Baumwolle. They don't have much, but they make do with what they have. Sie haben nicht viel, aber aus dem, was sie haben, machen sie das Beste. This is cooking oil.
Das ist Öl zum Braten und zum Kochen. This is the market. Das ist der Markt. And the places they live. Und die Orte, so wie sie leben. I love the pile of crushed red peppers. Ich liebe diesen Pfeffer, diesen frischen Pfeffer, auch den Geruch. And again another complex that God completed. Und nochmal ein Foto von dem Schulkomplex, den Gott möglich gemacht hat. The kids don't have a normal childhood. Die Kinder haben jetzt keine reichhaltige Kindheit, keine komfortable Kindheit. They grow up taking care of their brothers and sisters. Während sie aufwachsen, besteht ihre Tätigkeit viel darin, auf ihre jüngeren Geschwister zu achten. I loved how this mud hut had a mud china hutch. Ich liebe es zu sehen, wie diese Lehmhütten dort eingerichtet werden, auch hier ganz besonders. You can see the bags of corn over in the left corner. That's their food for the next year. Ganz unten links in der Ecke können wir die Säcke voll Mais sehen, die Nahrung für die nächste Zeit. This is a church. Das ist ein Gemeindegebäude. 35 people worship in this church. 35 Menschen treffen sich hier, um Gott anzubeten. How many of you would go to a church like that? Wer von euch würde in eine solche Gemeinde gehen? A few more pictures of our project. Einige Fotos mehr von unserem Projekt. Yes, as you can see, we ate very well. Wie ihr sehen könnt, ging es uns gut. This is one of the insides of one of the school buildings that we've constructed. Das ist das Innere eines der Schulgebäude, die wir dort gebaut haben. We built 12 buildings in 6 days. Wir haben 12 solche Gebäude in 6 Tagen aufgestellt. When we were complete, they had chalkboards and everything ready to go. Wie ihr gesehen habt, sie haben alles, was sie brauchen. Ja, das Team. What was really fun about this project is that there were about 45 people on this project. 45 Leute haben hier mitgearbeitet. But 2/3 of them were non-Adventists. 2/3 von ihnen waren keine Adventisten. We represented 7 different religions. Es waren quasi Vertreter von 7 verschiedenen Religionsarten. But we were all there to build for the same God. Aber wir haben gebaut für denselben Gott. And we had a fabulous time. Und wir hatten eine tolle Zeit miteinander. So don't be afraid to invite your non-Adventist neighbors. Also habt keine Scheu, nicht-adventistische Menschen einzuladen aus eurer Nachbarschaft oder woher immer. We don't have to be as weird as people think we are. Wir müssen uns nicht danach richten, was Menschen von uns denken und andersrum auch nicht. We just have to take them along on the journey. Wir brauchen sie einfach nur mitnehmen auf die Reise. This is a quick shop. Ja, das ist ein Kiosk. You can buy about anything you want there. Du kannst dort für ihre Verhältnisse fast alles kaufen, was du so brauchst. And we're going to stop right here with a picture of Dinah and Terry. Dinah and Terry, also die Namen, die er vorhin schon mal erwähnt hat. We visited the Lion King enough times that eventually he named 2 of his lions after us. Wir haben viel Zeit mit ihnen verbracht und vielleicht hat er weitere Löwen nach uns benannt. He also put up a house with our name on it that we live in when we go there. Und er hat ein Haus errichtet, in dem wir leben können, wenn wir dort sind zu Besuch. And I often think how much better the house is going to be that God is building for us. Und wie viel besser wird das Haus sein, was Gott für uns baut?